Hallo Leute, und heute ist wieder Probierteil mit euer Pili Bones. Und heute habe ich hier zwei Getränke zu probieren. Und zwar die Fanta Schokolata, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, und die Sprite Minze. Beides sind richtig interessante Getränke oder sehen interessant aus und hören sich interessant an. Die Schokolata ist eine Fanta mit Holunder- und Zitronengeschmack. Und ich finde, die Flasche sieht richtig cool aus. Also das blaue Design sieht richtig nice aus. Und mit die fange ich auch an. Ich habe hier zwei Gläser bereitgestellt, damit ich das nicht miteinander vermische. Und zwar, ja, wie gesagt, mit der Fanta Schokolata fangen wir als erstes an. Ich mach's mal auf. Okay, das riecht auf jeden Fall schon sehr fruchtig. Hat sehr, sehr, sehr fruchtigen Geruch. Ich würde sogar, ja doch, man riecht Zitrone, aber ich würde sagen, man riecht sogar noch irgendwas. Ja, kann ich jetzt nicht genau sagen, was das ist. Aber interessant riecht es schon mal. Ich schütze mal hier ein. Und hier sehen wir, das Getränk selber ist nicht blau, obwohl man schon sagen kann, es hat so eine bläuliche Färbung. Also sieht schon leicht bläulich aus. Ja, so sieht es dann aus. Aber naja, gut, eher weiß. Ich würde eher weiß sagen. Sieht eher aus wie Bitter Lemon oder sowas. Und jetzt werde ich mal ganz kurz riechen. Ja. Oh ja, man riecht auf jeden Fall den Holunder. Definitiv. Und jetzt werde ich mal erstmal probieren. Ja. Es schmeckt auf jeden Fall interessant. Schon zitronig. Ich finde, hier ist auch nicht so viel Kohlensäure drin. Ich weiß nicht, vielleicht ist das. Ich habe die Flasche auch schon länger. Ich glaube, einen Monat oder so habe ich die Flasche. Vielleicht ist die Kohlensäure dadurch auch weg. Ich werde nochmal einen Schluck probieren. Ich find's relativ fruchtig. Ja, finde es jetzt gar nicht mal so süß. Es geht. Also von Süße her finde ich es nicht schlimm. Ja, und man schmeckt definitiv so also Holunder raus, ja. Holunder aber ich würde sagen, ganz minimal Zitrone. Also ganz minimal. Ja, die Zitrone ist so eher im Hintergrund. Und jetzt koste ich mal die Sprite Minze. Und in der Sprite Minze ist Zitrone, Limette und Minze drin. Ich zeige es nochmal ganz kurz, so sieht dann die Flasche aus von vorne. Und jetzt gieße ich es mir mal ein. Und der erste Geruch, wenn man jetzt erst als erstes riecht, riecht es extrem nach Sprite, also richtig nach Sprite. Und ich erkenne keinen anderen Geruch. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein anderer Geruch ist, sondern es riecht wirklich nach Sprite. Ja, und ich würde das jetzt eingießen und dann probiere ich das mal. So. Und dann haben wir es noch wieder zu. Und jetzt rieche ich hier nochmal dran. Ja, definitiv. Es riecht einfach nur nach Sprite. Ich erkenne sonst nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nach irgendwas anderes riecht, nach Minze oder so. Wirklich nur nach Sprite. Und jetzt werde ich es mal probieren. Ich finde es relativ gut. Es schmeckt nicht schlecht. Also mir gefällt der Geschmack. Ja, also ich würde sagen, das schmeckt so leicht nach Sprite. Ja, aber dann kommt dieser Minzgeschmack und dieser Minzgeschmack ist nicht einfach so dieser Minzgeschmack wie in Minzeis oder so. Nee, man kriegt wirklich diesen Minzgeschmack, wie als wenn man so die Minze ins Wasser oder ins Getränk macht und dann kann man und dann kommt dieser Geschmack, also es ist richtig wie so ein Minzblatt schmeckt es, ja. Nicht so wie so in Schokolade oder so. Das ist nicht dieser Minzgeschmack, sondern eher wirklich wie so ein richtiges Minzblatt, nicht, also nicht künstlich.
Ja. Und ja, doch, ich finde das Sprite relativ interessant. Ja, manche Leute mögen ja Minze nicht, aber ich finde das eigentlich, ist das ein sehr schöner Geschmack. Gerade mal was anderes. Ja, und ich würde mal sagen, ich bin hier fertig mit den beiden Getränken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao!